Radio Dreifach. Ja, also ich bin die Laura, ich bin eine Sexologin oder angehende Sexologin und ich bin heute da gewesen, um mit Gina über das Thema Sexualität zu sprechen in all den Facetten, die es da so gibt. Die Vagina ist jetzt auch nicht einfach nur so ein Loch, weil die geht es hier hinten weiter, das ist wie so eine, sind so zwei Hautwände aufeinander. Das kann man sich wirklich so vorstellen, die liegen aufeinander um diese Hautwände herum. Sind Muskelschichten und die sind dehnbar. Ja. Das heißt zum Beispiel auch bei sexueller Erregung ballonieren die sich so ganz leicht auf. Ja. Die Gebärmutter wird ein Stück nach hinten gezogen und es entsteht so ein Gefühl auch von der Frau, etwas in sich aufnehmen zu wollen. Das kann was sehr, sehr Lustvolles sein. Und was auch noch spannend ist bei der Vagina, die ist vor allen Dingen hier im ersten Drittel sehr berührungsempfindlich und hinten, im hinteren Teil eher druckempfindlich. Das heißt, dass die Vagina das auch mal ganz gerne hat, wenn der Penis eben nicht einfach nur so rein raus geht. Das ist für eine Vagina eigentlich äußerst langweilig, sondern dass er wirklich auch mal sich kreisend bewegt, in der Vagina die Scheidenwände massiert. Das kann viel lustvoller sein. Das heißt, man kann als Frau auch lernen, den vaginalen Innenraum zum Beispiel als lustvoll wahrzunehmen. Viele Frauen kommen aber tatsächlich nicht zum Höhepunkt während dem Geschlechtsverkehr. Das ist auch ganz normal, ja, und das kann man aber auch üben, so. Das heißt, entweder sich selber auch zu stimulieren, auch mal an der Klitoris zu stimulieren zum Beispiel, auch während dem Geschlechtsverkehr. Oder eben für manche Frauen ist das auch sehr erregend, wenn hier die Schenkelchen von innen, zum Beispiel jetzt durch den Penis oder was auch immer, massiert werden, kann das was sehr Lustvolles sein.